Markus Babbel von Hertha BSC, das erste Spiel gegen ein Profiteam in dieser Vorbereitung, was ist die Bilanz? Ja, es war ein hervorragender Test und ich denke, Bern hat verdient gewonnen. Aber für unsere Mannschaft speziell war es eben sehr, sehr wichtig, mal 90 Minuten in die Beine zu bekommen. Nach 14 Tagen harten Training hat man doch gemerkt, dass die Berner einfach spritziger sind, frischer sind, eine Woche vom Start stehen. Und wichtig war trotzdem für mich, dass es ein sehr, sehr gutes Spiel war, dass man sich wehren musste, dass man den inneren Schweinehund auch überwinden musste und dass dann eben Leichtsinnsfehler passieren, so wie es uns passiert sind. Das ist einfach normal, auch für den Zeitpunkt normal, und trotzdem war es ein sehr, sehr guter Test. Lasocka wirkte vorne recht gut schon, recht auch physisch. Denken Sie, dass er sich in der Bundesliga durchsetzen wird? Das hoffen wir natürlich stark. Es wäre natürlich schon wichtig, dass er uns hilft als Mitspieler. Nicht mal so sehr, dass er unbedingt die Tore machen muss. Das ist natürlich schön, wenn er es macht. Aber darüber hinaus eben der Mannschaft einfach hilft, Wege zu gehen, die Innenverteidiger immer wieder zu beschäftigen, damit vielleicht jemand anders dann der Nutznießer ist. Und das hat er bis jetzt sehr gut gemacht. Und das erhoffe ich mir natürlich auch in der Bundesliga. Ein Spieler mit Schweizer Vergangenheit, Raphael, ist noch nicht so spritzig im Moment. Woran liegt das? Ja, am harten Training. Also sie mussten ja, wie gesagt, 14 Tage jetzt schwer arbeiten. Wenn man 9-mal, 3-mal am Tag trainiert, das schlaucht. Und auch die Einheiten an sich waren nicht wenig. Und wir sind im Zeitplan. Wichtig war trotzdem, dass die Jungs heute mal diese 90 Minuten reinbekommen, wo sie auch über die Grenzen hinausgehen mussten, weil sie einfach platt waren, weil sie physisch einfach nicht mehr gegenhalten konnten. Und trotzdem musste man sich den Bernern erwehren. Und von daher war es ein sehr, sehr wichtiger Test für uns. Letzte Frage. Zum Abschluss der Vorbereitung haben Sie Real Madrid im Olympiastadion. Freuen Sie sich darauf nicht ein bisschen mehr fast noch als auf den Start gegen Nürnberg? Nein, mit Sicherheit nicht. Das ist natürlich eine große Ehre, gegen so einen großen Club spielen zu dürfen. Aber es ist eigentlich mehr ein Dankeschön an unsere unglaublichen Zuschauer, die uns in der zweiten Liga sensationell begleitet haben. Und da freut es mich natürlich, dass der Verein so eine Mannschaft präsentieren kann. Aber für mich als Trainer zählt natürlich gegen Nürnberg, da wollen wir mit aller Macht versuchen, die 3 Punkte zu holen.